Heidi Klum zu Gast beim FC Bayern. Die 49-Jährige verfolgte das 1:3-Debakel gegen RB Leipzig am Samstag live im Münchner Stadion. Natürlich zusammen mit ihrem Mann und Bayern-Fan Tom Kaulitz. Während der auf der Hinfahrt im Auto noch gut gelaunt die Vereinshymne trällert, FC Bayern, der Süden, verfinstert sich die Miene des Tokyo-Hotel-Gitarristen spätestens mit dem Ausgleich der Leipziger in der zweiten Halbzeit. Denn das Debakel gegen die Leipziger könnte die Bayern die Meisterschaft kosten. Und Heidi hat auch schon einen Schuldigen ausgemacht. Oh, da steht ja der Oli Kahn. Ich finde ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding, ne? Oh, sehen wir den jetzt zum letzten Mal? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste der Hasser gehen. Ups, habe ich jetzt gesagt. Oh, sorry. Heidi Klum fordert also den Bayern-Rausschmiss von Sportdirektor Hasan Salihamidzic.